Samstag, Qualifying-Zeit. Auf geht's. Guten Tag, liebe Rennfreunde. Heute stehen wir wieder am Ungaroring zum Qualifying. Schon bald werden wir erfahren, wer das Setup für sein Auto perfekt hinbekommen hat und wer sich die Pole Position holt. Diese Strecke war schon immer etwas Besonderes und die Faszination steigert sich noch in dem Moment, wo die Startlichter ausgehen. In der Vergangenheit haben wir oft genug erlebt, wie heikel die erste Kurve sein kann. Im Training oder im Qualifying spielt das Ganze keine Rolle. Aber wenn es für so viele Piloten um wichtige Plätze geht, sieht das Ganze gleich viel kritischer aus. Besonnenere Fahrer werden es langsam angehen, um Kollisionen zu vermeiden. Aber das bedeutet nicht, dass es einfach wäre. Ja. Fahren wir mal raus. So. Hier wollen wir es natürlich wieder auf eine Pole, mit einem Pole richten. Wie das letzte Rennen. FI 2019 und dann. Weiter geht es ja schon wieder mit FI 2020 weiter. Und dann schauen wir mal, was es da erwartet. Jetzt auf die schnelle Runde. Freie Bahn hätten wir. Das Alex-Auto ist ein gutes Stück weg. Sauber. Das könnte die entscheidende Zeit gekostet haben. So. So, fahren wir mal zurück. Fahren wir nämlich in die Box.
lap of fuel remaining. Na gut. Best lap so far is a 1:17.4. We're 17th in the speed trap, 312.3 kilometers per hour. So. Oh, der Abstand ist nicht groß. Dauert jetzt alles noch ein bisschen, bis wir rausfahren wieder. If you find yourself getting understeer, then you're not getting enough grip from the front tires. It could mean that the car isn't being allowed to lean on the tire, possibly caused by a front suspension that's too stiff, or maybe the front wing isn't producing enough downforce. We're 20th in the speed trap, 312.3 kilometers per hour. There's only a few cars out on track. We should consider getting out there.
Wir fahren jetzt noch bei 5 Minuten fahren wir nochmal raus. Sowieso momentan relativ extrem ruhig. Da scheint es wohl los zu gehen gleich. Bei Haas geht man jetzt raus. Da fahren wir nochmal raus. So, versuchen wir es nochmal. Lieber ein bisschen was früher rausfahren, bevor die dann alle gleichzeitig rauskommen. Two laps of fuel remaining.
müssen so viel wie möglich rausholen jetzt nochmal. Scheiße, ich hätte auf Max gehen können, aber das würde hoffentlich reichen. Das war der Korb, den ich meinte. So far, our fastest lap is a 1:16.4. So, gucken wir mal, was draußen ist. Letzten 10 Sekunden. Wir sind alle bereit für das morgige Rennen, aber bevor es losgeht, werfen wir einen kurzen Blick auf die vorderen Plätze der Startaufstellung. Richter, Ricardo und Pierre Gasly. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Hätten wir die Zeit nicht rausgeholt, dann wären wir irgendwo in der Mitte gewesen. Deswegen war die letzte Gefahr eine Runde nochmal wichtig. Na gut. Oh,
Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Ja, und wenn wir das schaffen, sind wir morgen zum letzten Rennen. Bis dahin, tschüss.